Warum bin ich so wie ich bin? Was ist meine Persönlichkeit und wie ist diese entstanden? Das ist die Kernfrage, mit der sich Christian Montag in seinem Buch Persönlichkeit auf der Suche nach Individualität beschäftigt. Und die Wichtigkeit dieser Fragestellung ist nicht nur von allgemeiner Bedeutung, sondern gerade eine Fragestellung, die, wenn sich selber gestellt, auch mit dem eigenen persönlichen Wohlbefinden verknüpft ist. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Hier werden viele Brückenbildungen zu Selbsterkenntnissen und damit auch der essentiellen Selbstliebe geschlagen. Zumindest wenn man dann erstmal diese grundsätzliche Basis gefunden hat. Das ist ja keine einfache Sache, diese Frage zu beantworten. Auch spielt die Persönlichkeit für psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen eine maßgebliche Bedeutung bei der Behandlung von Menschen, die unter diesen Krankheiten leiden. Grund genug, dieses Buch zu lesen und Euch vorzustellen. Persönlichkeit allgemein wird von Herrn Montag als eine zeit- und situationsüberdauernde Eigenschaftskonstruktion angesehen, die zwar temporäre Inkonsistenzen durch den maßgeblichen Einfluss von äußeren Einflussfaktoren aufweisen können, die aber im Allgemeinen in ähnlichen Situationen immer wieder gleichartige Muster erkennen lassen. Weiterhin führt er innerhalb des Persönlichkeitsbegriffes eine Unterscheidung zwischen Temperament und Charakter ein, welches einerseits vor allem genetisch und andererseits durch die Umwelt geprägt wird, aber beides in die Persönlichkeit mit einfließt. Auch sieht Herr Montag Intelligenz nicht zwangsläufig als ein Teil der Persönlichkeit, verweist aber darauf, dass es auch Persönlichkeitsmodelle gibt, wo die Intelligenz innerhalb der Persönlichkeitsbetrachtung mit inkludiert wird. Im weiteren Verlauf des Buches stellt der Autor verschiedene interessante Fragestellungen, die alle in Bezug natürlich zur Persönlichkeit stehen. So entwickelt er die Theorie, dass die Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit und auch die Selbstdisziplin als ein wesentlicher Bestandteil eines gesunden und damit langen Lebens dass es dazu führt. Auch wie Persönlichkeitseigenschaften unseren Lebensweg beeinflussen, wird in dem Buch dargestellt und ist sehr, sehr interessant zu lesen. Weiterhin untermauert Herr Montag in dem Buch auch die Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten von Mann und Frau und setzt entgegen dem in den letzten Jahrzehnten aufkommenden Trend der, ich würde schon fast sagen, Zwangshomogenisierung der Geschlechter, ein wissenschaftliches Statement entgegen und erklärt, warum Frauen eben nicht wie Männer sind und Männer eben nicht wie Frauen sind. Schlimm genug, dass man das überhaupt noch tun muss, was ja eigentlich offensichtlich ist. Zumindest wenn wir nackt sind. Aber aufgrund der Extremisierung der Verhaltensweisen auf der Suche nach Orientierung verlassen die Menschen eben eigentlich permanent diese goldene Mitte. Weiterhin geht er auf die biochemischen und auch auf die genetischen Marker einer Persönlichkeit ein und räumt mit dem Vorurteil auf, dass man eine Persönlichkeitsdiagnostik auf Grundlage genetischer Informationen machen könnte. Also dass man quasi einen Massenmörder schon im Kindesalter diagnostizieren könnte. Oder ähnliche Sachen. Aber wo die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, ist, dass man mittels sogenannten Hirnscanning zumindest einige Theorien aufstellen konnte bezüglich der Aktivierung gewisser Hirnareale und damit verbundener Persönlichkeitseigenschaften. Aber zuverlässige und vor allem reproduzierbare Rückschlüsse können laut Herrn Montag auch mittels dieser durchaus schon fortgeschrittenen, zumindest aus unserer heutigen Sicht, Gehirnscans da nicht wissenschaftlich bestätigt werden. Einer der größten Leistungen des Buches allerdings ist aber der Beweis oder die Argumentation zu der Erkenntnis, dass auch Tiere eine Persönlichkeit haben. Das ist durchaus als revolutionär in aktueller wissenschaftlicher Fachliteratur zu bezeichnen. Normaler Menschenverstand hat es uns schon länger gesagt, aber für aktuelle wissenschaftliche Fachliteratur ist das als revolutionär zu bezeichnen. Das ist für mich ein ganz großer Pluspunkt des Buches. Das Buch ist wirklich auch sehr einfach geschrieben, um einem breiten interessierten Publikum aus einer wissenschaftlichen Perspektive aktuelle Einsichten über die Persönlichkeit von Menschen und eben auch von Tieren näher zu bringen. Die Kapitel sind daher relativ kurz und das Buch gemessen an dem großen Umfang an Fragestellungen ebenso. Auf gerade mal 180 Seiten wird man schnell durch die persönlichkeitsrelevanten Fragen geleitet und das Buch liest sich quasi in einem Rutsch. Wirklich einwandfrei und sehr gut.
Ich habe das exakt so getan. Auch der wissenschaftliche Anspruch, den dieses Buch zweifelsohne hat, wird in meinen Augen umfassend bedient. Literaturangaben zu den Gedanken und Forschungen anderer Menschen und klar gekennzeichnete eigene Aussagen sind strikt voneinander getrennt. Das Literaturverzeichnis am Ende des Buches umfasst 20 Seiten und ist zeitgleich auch wieder ein Pool von Startmöglichkeiten, sich intensiver und tiefer mit der Thematik Persönlichkeit zu beschäftigen. Ich persönlich finde keinerlei Kritikpunkt bezüglich der ganz klaren Ausrichtung des Buches auf die breite Masse und der trotzdem eingehaltenen, ja, wissenschaftlich einwandfreien Form und gebe damit gerne und voller Überzeugung 5 Sterne für dieses Buch, da der Preis auch mit 19,99 € auch im Rahmen dessen liegt, was sich für mich als angemessen anfühlt. Ich hoffe, ich konnte Euch das Buch etwas näher bringen und die etwaige Kaufentscheidung damit optimaler gestalten lassen. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. Tschüss.